Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Quick-Info. Worum es geht, haben Sie bestimmt schon beim Anfang mitgekriegt. Es geht um den Love-Tuner. Natürlich machen wir viel im Moment, wie Sie mitgekriegt haben. Gibt denn das jetzt auch in den Weltbild-Filialen und über den Katalog und natürlich im Online-Shop? Sie können bei Time to Do Shop Ihren Love-Tuner bestellen oder bei 7 Heaven 7 direkt. Also, über viele Möglichkeiten können wir ihn kriegen. Und immer wieder fragen mich die Leute, ja, was ist denn das für ein Pfeiferl? Dann sage ich, Leute, das ist keine Pfeife, sondern ein Love-Tuner. Warum? Wie Liebe klingt, hat der Roberto Antela Martinez mal gesagt, als er das zum ersten Mal gehört hat. Jetzt hat er auch für seine ganzen Coaches und die ganzen Menschen ebenfalls den Love-Tuner gemacht. Und Sie können ihn natürlich auch mit einem Logo versehen, wie hier ein Logo drauf ist auf meinem. Können Sie natürlich auch zum Beispiel Ihr Firmenlogo. Und dann haben Sie eine bleibende Art, Ihren Namen mit der Frequenz der Liebe zu transportieren. Wäre das nicht eine tolle Überlegung als irgendwelche Feuerzeug, Kugelschreiber oder Eiskratzer? Müssen wir mal drüber nachdenken. Und dann, immer wieder muss ich sagen, ich merke es. Ich merke es, wenn Sie sich das einmal angewöhnen. Ich habe das einfach neben mein Bett gehängt. Und morgens, wenn ich aufwache, nehme ich ihn runter, weil nachts kann ich das nicht brauchen, wenn das Ding da irgendwo sich verwurschtelt. Ich ziehe nachts immer allen Schmuck, alles um den Hals rum oder da, alles weg. Dann ziehe ich ihn morgens raus, wenn ich gerade so am Aufwachen bin und dann... Du bist sofort in einer anderen Welt. Dann natürlich meine Verbindung zur Quelle, dann dank Roberto SHT. Und wenn ich morgens dann von zu Hause, vom Apartment oder vom Hotel oder wo ich gerade bin, wegfahre Richtung Aufnahmeort oder Richtung Studio, was mache ich dann? Dau-Yoga im Auto. Das ist so easy alles und du kommst an und dir geht es gut und du bist fit. Da geht genau das Thema hin, deswegen gibt es den Love-Tuner. Jetzt will ich Ihnen mal zum Einstimmen einen der neuesten Trailer zeigen. Der geht 24 Sekunden. Schauen Sie und entspannen Sie sich. Und dann habe ich mit dem Trailer gerade mitgetunt und natürlich, also ganz spannend ist es, wenn sie mehrere sind. Wir haben da ja Versuche gemacht, mal mit 20 Leuten in einem Raum und die haben länger als 6 Minuten getunt. Also ich möchte nicht sagen, dass es mit der eiskalt den Rücken rauf und runter läuft, aber irgendwie umhüllt sie der ganze Raum mit dieser Frequenz und sie haben ein anderes Gefühl. Als ich die ersten Love-Tuner-Seminare moderiert habe, ist mir das auch schon aufgefallen. Wenn du einen ganzen Tag immer wieder mit der Frequenz wie beschallt wirst, wie dein Herz aufgeht und dann so Dinge, gehe ich raus nach dem ersten Seminar, das war ich auch nicht vergessen, und will draußen eine rauchen, gehe raus und lauf so von dem Veranstaltungsort so Richtung Straße vor und plötzlich kommt ein Hund um die Ecke. Und ich war so in mir, ich gucke den Hund an und sag in meinem Kopf zu ihm, bist du ein Toller. Der guckt mich an, kommt auf mich zu, schwanzwedelnd, sitzt vor mich hin und lässt sich kraulen. Also wir merken, wenn wir im Herz sind, und das ist so ein Instrument, wo Sie sich ins Herz holen können, nutzen Sie das. Und das nutzen nicht nur wir oder alle Menschen, die im Altenheim arbeiten, mit Kindern viel arbeiten, im Kindergarten, in Schulklassen haben wir schon tolle Ergebnisse gehört. Aber es gibt auch noch eine andere Anwendung. Und jetzt schauen Sie sich mal den nächsten Beitrag an. Immer wieder gibt es neue Informationen, die mich faszinieren, denn viele Produkte haben unglaubliche Anwendungsfelder, die wir gar nicht so von Anfang an kennen. Ich wurde informiert, dass der Love-Tuner auch bei einem Zahnarzt verwendet wird. Da habe ich gedacht, was? Beim Zahnarzt? Was macht der denn beim Love-Tuner? Und dann sind wir dem nachgegangen,
bin ganz dankbar. Dr. Furtlehner, ihn darf ich fragen. Er ist der, der den Love Tuner in seiner Praxis einsetzt. Jetzt natürlich als erstes will ich wissen, wie sind Sie überhaupt zu dem Thema gekommen? Wie ist der Love Tuner in Ihre Praxis gekommen? Ja, Love Tuner, würde ich sagen, der kommt in die Praxis eher zufällig. Okay. Ein Freund von mir, auch Patient, lieber Patient, jahrelanger Freund, hat gesagt, Wolfgang, da gibt es was Neues. Du wirst es nicht glauben, ich mache einen Ton und deine Zellen werden auf einmal synchronisiert, du fühlst dich besser, du kannst besser schlafen, deine Patienten zittern vielleicht nicht mehr so. Sage ich, haha, du Zinke. Aber er hat gesagt, ich lasse da 3 Stück da, einen für dich, ein paar für die Assistentinnen, okay. Naja, am Abend dann, ne? Was ist das Ding, ne? Blaus rein, denkt man, okay, Ton angenehm, ein paar Mal hintereinander. Und auf einmal schlafe ich ganz gut. Gell? Angst habe ich selber nicht, aber ich habe gut geschlafen. Aber da versuche ich bei meinen Patienten, es beruhigt offensichtlich. Ist vielleicht eine Anwendung für meine Patienten. Das habe ich probiert in meiner Praxis dann. Wie hoch ist denn eigentlich so der Angstanteil von den Patienten? Wenn ich jetzt sage, wenn du 100 Patienten hast, was würdest du sagen, wie viele sind denn in Angstthemen drin, wenn das Thema Zahnarzt aufkommt? Naja, generell würde ich schon mal sagen, das sind 30-40%, die... Wow. Sagen wir mal, bedingte Angst haben, weil man ihnen gut begegnet, das kann man abbauen. 10% bleiben, die immer Angst haben. Mhm. Kann man dann mit viel Gespräch, mit viel Einfühlungsvermögen verbessern. Aber wenn man ein Instrumentarium zur Hand hat, wo man das, sage ich mal, noch verbessern kann, vereinfachen kann, dann ist das ja super. Ne? Darum habe ich das. Kann auch man auch einfacher arbeiten dann, ne? Als natürlich, Arzt dann. Ja, genau. Ich war natürlich nicht so ganz überzeugt zunächst. Ich habe zwar gut geschlafen, aber ich habe nicht gewusst, wie reagiert jetzt ein Patient auf mich. Mhm. Und habe eine Patientin, die war wirklich besonders empfindlich, wo wir größte Mühe gehabt haben, sage ich mal, irgendeine Zahnbehandlung zu machen. Mhm. Damals einmal so, ich sage mal, im Hintergrund ausprobiert. Und sie hat positiv reagiert. Und das nächste Mal haben wir es gezielt eingesetzt, haben wir die Assistentin vor ihr das anwenden lassen, hat sie selber. Und dann ist wirklich ein eindeutig positiver Effekt erkennbar gewesen. Und seither haben wir, ja, und seither haben wir das eingeführt. Es tut nicht weh, es ist kein großer Aufwand und schafft Vertrauen. Und wir haben es sogar so weit gebracht, die Patienten sagen, was war das für ein Ding, was war das? Da sage ich, ja, schauen Sie her. Das ist ein sogenannter Love Tuner. Klingt schön, ja, natürlich. Und inzwischen gibt es verschiedene Farben und habe gesagt, wenn Sie wollen, können Sie auch. Dann die Patienten, die dann sagen, das war so interessiert, angenehm, ich möchte das, richtig. Können das auch gleich in der Praxis dann erhalten. Es gibt da so eine Box, die ist recht attraktiv, ja. Und da kann man sich die Farbe aussuchen und kein Patient geht ohne den Love Tuner dann das nach Hause, der den sozusagen in der Praxis erlebt hat. Wie die Assistentinnen, nutzen die das auch? Ja, also was ich gehört habe, schon. Also, es gibt nämlich, es gibt immer wieder so Phasen, auch Aggression spielt ja heutzutage eine Rolle. Stress, am schlimmsten sind so Panikattacken, die kennt man. Ärzte sind ratlos, können nicht wirklich was machen dagegen. Dann gibt es so Pseudotherapie und Psychopharmaka, das in Wahrheit nicht viel hilft. Und es gibt einen Love Tuner, der das wirklich auf sehr einfache Weise herunterreguliert, das ganze Stresspotenzial. Und das genügt bei den meisten schon. Ja. Ist perfekt. Ich bin begeistert, dass ein Zahnmediziner, der natürlich aus einer ganz anderen Richtung kommt, dieses Instrument einsetzt und vor allen Dingen positive Erfahrungen gemacht hat. Ja, Zufall ist manchmal gut im Leben. Genau. Und ich wäre sonst sicher nicht auf so, ich meine, schaut unscheinbar aus, aber einfache Handhabung. Einfach toll, oder? Große Wirkung, warum nicht, oder? Sag ich genau. Dann sage ich ganz herzlichen Dank für die Auskunft und die Zeit, die Sie genommen haben zwischen Ihren Behandlungen, uns das zu sagen. Ich kann nicht mehr sagen, als meine Erfahrung hat es in diese Richtung. Heute. Genau. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, auch Mediziner haben mittlerweile verstanden, dass über Informationen vieles tätig ist. Und Menschen, die natürlich immer in ihrer Praxis gegen die Angst kämpfen müssen, weil das ist ja der größte Verweigerer. Solange Menschen Angst haben, gehen sie erst dann zum Zahnarzt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und wenn sie früher gehen können,
dann kann der Zahnarzt auch besser arbeiten. Und mit dem kleinen Hilfsmittel haben wir alle das Instrument bekommen, was uns allen hilft, leichter durchs Leben zu gehen. Was ich Ihnen natürlich auch nicht vorenthalten will, es gibt einen wunderbaren Flyer, einen wunderbaren Prospekt über den Love Tuner, der alle Informationen beinhaltet, wie es gibt eine Love Tuner Charity, es ist ein Akt der Nächstenliebe, die Love Tuner Gemeinschaft, die Entwicklung von Sigmar Berg, dann wie das Ganze in der Natur agiert, was diese 528 Hertz machen. Das ist zum Beispiel auch abgebildet, was passiert, wenn man mit dem Love Tuner Wasser beschallt. Das müssen Sie mal probieren zu Hause. Ich habe das nicht geglaubt. Sie nehmen ein ganz normales Glas Hahnenwasser, probieren das, schmeckt wie Hahnenwasser schmeckt. Dann gehen Sie hin mit dem Love Tuner und gehen auf das Glas und tunen da mal so 10 Sekunden drauf. Und dann trinken Sie das mal. Sie meinen, Sie trinken ein anderes Wasser, obwohl Sie es selbst aus dem Hahn gelassen haben. So weich und anders schmeckt plötzlich das Wasser, wenn diese Frequenz von unserem größten Informationsträger, dem Wasser, aufgenommen wird. Und was natürlich wichtig ist, hier ist auch bezeichnet, warum tunen, was der Hintergrund ist, dann die Verwendung, wie ich ihn verwende und natürlich auch das Ganze, wo ich darauf achten muss, das ist ja im Prinzip wie eine kleine Orgelpfeife. Und achten Sie darauf, wenn Sie jetzt gerade trinken und da wäre jetzt irgendein zuckerhaltiges Süßgetränk drin. Was passiert, wenn ich jetzt tune? Die Zuckerkristalle sind noch ganz fein in meinem Mund, im Speichel, gerade im Auflösen. Jetzt hatte ich Durst, trinke ein Süßgetränk, habe Zucker noch im Speichel. Geh ins Tunen, was passiert? Über meinen Atem, über den Speichel werden ganz, ganz feine Zuckermoleküle ausgestoßen. Die bleiben auf der Flöte hängen und trocknen. Was passiert? Irgendwann sitzen so viele der Moleküle auf der Flöte drauf, dass der Ton nicht mehr stimmt. Dann haben es plötzlich 530 Hertz oder 526 Hertz oder was auch immer. Auf jeden Fall nicht das. Also darauf achten, möglichst nicht hineinblasen, wenn Sie kurz vorher Süßigkeiten gegessen haben oder Süßgetränke getrunken. Dann ist es besser, man spült sich vorher den Mund aus. Aber es ist auch eine Anleitung da, wie Sie ihn reinigen können. Und rückfragen können Sie immer bei Heaven 7. So. Geplant war ja am 5. September ein großer Event, der leider verschoben werden musste, weil die Entwicklungen uns einfach keine Sicherheit geben. Und wir wollen nicht einen Event veranstalten, wo eventuell die Menschen nicht hingehen, weil sie in der Angst sind, sich eventuell anstecken zu können. Oder dann einen Event machen, der überhaupt nicht das Eventcharakter hat, weil Abstand gehalten werden muss, Masken aufgezogen, wie will ich tunen, wenn ich eine Maske aufhabe und alle diese Dinge. Also haben wir den Event verschoben, aber wir haben von dem ersten Event, der dieses Jahr in Österreich war, ein paar Sequenzen mitgebracht, dass Sie einmal das Feeling sehen. Natürlich ist immer Musik dabei, es wird getunt, es wird Musik gemacht, es wird getanzt, es wird sich unterhalten. Love Tune Event. Worum geht's? Um die Liebe, um die Frequenz, um glücklich zu sein, miteinander zu agieren, in gemeinsamen Zielen zu agieren. Genau da wollen wir hin. Schauen Sie sich mal den Trailer an vom letzten Event.
das macht einfach Laune. Schön, gell? Die Menschen, wie sie das annehmen und alle, es ist seltsam, wenn das von den ganzen Tischen irgendwann tunen, mal die am Tisch oder der tunt oder dahinter tunt einer, aber die ganze Zeit wirkt diese Frequenz, ist um dich rum. Und dann haben wir zum Beispiel festgestellt, dass die Leute komischerweise weniger Alkohol trinken. Also auf den ganzen Events wurden in der Masse diese Cocktails aus Fruchtsäften da, also ohne Alkohol, viel, viel Wasser wurde natürlich getrunken und andere nicht-alkoholische Getränke. Und er sagt ganz irre, normalerweise ist immer, sagt er, der Umsatz so 50-50, Hälfte Alkohol, Hälfte Nicht-Alkohol. Sagt er, bei solchen Events, bei uns war es 75% nicht-alkoholische Getränke und der Rest waren alkoholische. Also auch da scheint sich irgendwas zu bewegen, da die Leute in ihrer Klarheit es sich haben und spüren wollen, haben sie einfach weniger das Bedürfnis, irgendwo sich auf eine andere Ebene zu bringen mittels Alkohol. Und das merkt man natürlich, wie liebevoll die Menschen dann plötzlich miteinander umgehen. Und das hat uns natürlich sehr gefallen. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnten wir das Ganze denn mal im richtig schönen, großen Rahmen machen? Mit zeitgemäßer Musik, mit einem ganz breiten Auswahl von Musikstücken, die man mit dem Tunen machen kann. Haben uns lange Gedanken gemacht und dann haben wir was gefunden, einen tollen jungen Mann, mit dem wir den nächsten Event machen wollen, sobald alles wieder möglich ist. Es wird auf jeden Fall kommen, aber dann wird das Ganze ungefähr so aussehen. Schauen Sie sich das an. Ein Konzert, was Peter Szabo, ein ganz bekannter DJ, gegeben hat, mit einem sensationellen jungen Orchester dabei. Na, das war mal Rhythmus. Und haben Sie das gehört, wie das toll harmoniert hat, dieses Orchester mit klassischen Stücken und dann den Sound, den der Peter Szabo dazu gemixt hat. Also einfach, da geht das Herz auf und die Rhythmik kommt. Und wie gesagt, es wird immer wieder, während die Musik spielt, gibt es vier Leute, die dazu tunen, dass diese Frequenz der 528 Hertz mit der Musik mitgetragen wird. Und auch dieser moderne Rhythmus spricht nichts dagegen. Warum denn nicht? Muss doch nicht alles ein alter Schalmeienklang sein, wie das in unserer Jugend war. Nein, jede Jugend, jede Generation hat ihre Musik. Und das fand ich sogar toll, obwohl das eigentlich gar nicht meine Generation ist. Wir haben ganz andere Musik gehört. Auf jeden Fall, es hat mich mitgerissen und wir wollen das so veranstalten. Wir schauen jetzt mal, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und wie gesagt, der Daniel Grenzner ist da schon viel am Vorbereiten und am Machen. Und ohne ihn wären wir sowieso nicht da, wo wir heute sind. Deswegen auch mal meinen persönlichen Dank an den Daniel, der wahnsinnig viel für den Love Tuner tut. Und wir sagen ja immer, wenn der Ton der Liebe überall erklingt, dann haben wir eine Gesellschaft und ein System der Liebe errichtet. In diesem Sinne, einen schönen Abend Ihnen noch und alles Liebe.